Hier ist Fred von Fettspielen und ich begrüße euch zur nächsten Partie 11 Legends. Das Spiel vom Schirmherr Lothar Matthäus abgesegnet. Und das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das war irgendwo im letzten Jahr, März, glaube ich. Ganz, ganz lange her, oder Februar sogar, Anfang Februar 2013. Und wir wollen mal gucken, was jetzt alles passiert ist in dem ganzen Jahr schließlich. Ist Upias ja immer noch groß am Start, hat übrigens auch ein neues Game angekündigt, Ghost Manor, glaube ich. Und das wird auch in Kürze erscheinen. Und jetzt gucken wir doch erstmal, was hier eigentlich passiert ist bei 11 Legends. Wie ich hier sehe, kann man sich dort schon auch ein paar Boni kaufen, beziehungsweise es ist eher optischer Natur für die Spieler. Eine Halskette braucht man unbedingt nicht zum Fußballspielen. Und hier gibt es einen Infotext. Wo ist Lothar? Lothar, heute gibt es eine neue Funktion für euch. Aha, aha, aha. Die Premium-Nikolaus-Stiefel. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ja, dann schauen wir, was wir hier machen können. Ja, Lothar ist ja mit am Start. Aufgabe, trainiere mit dem Stadionsprecher die Namen der neuen Spieler. Das ist ja witzig. Dann starten wir diese Aufgabe. Aber das wird dann wie in diesem Browser-Game üblich dann im Hintergrund laufen mit der Zeit, genau. Und das super Angebot, das werden wir jetzt erstmal nicht vollziehen, sondern wir schauen mal, was wir jetzt alles machen können. Hier habe ich ein Info-Blinklicht und zwar weiß ich gar nicht, was das ist. Es ist eine Freundschaftsanfrage. Gibt es tatsächlich? Es gibt eine Freundschaftsanfrage hier. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt etwas, was Good Game Empire nicht hat, was ja auch viele Leute vermissen und was auch viele Leute kritisieren. Ja, ich werde ja schon so oft gefragt bei Good Game Empire, ob ich nicht eine Freundschaft initiieren möchte. Aber es geht natürlich gar nicht. Ich kann natürlich euch nicht einladen, wenn es überhaupt kein Freundschaftssystem gibt. Hier gibt es einen. Also jemand hat wohl mein erstes Let's Play gesehen und hat sich dann gleich zur Aufgabe gemacht, dort mich zu adden. Ich habe auch 4 Nachrichten. Eine vom System und 3 von Spielen, die sich jetzt alle gelöscht haben. Ich denke mal, die sind nicht mehr aktuell. Ne? Ich denke mal, diese Nachrichten, die ich da bekommen habe, die sind wahrscheinlich Monate alt und deswegen werden sie hier jetzt auch nicht mehr angezeigt. Dann kann ich das auch löschen, was dort nicht mehr da ist quasi. Ne? Okay, sehr, sehr schön. Dann schauen wir doch einfach mal rein in die Arena. Ich und meine FSV-Freundschaft Übersau. Ist halt auch mal geil, kann mir jetzt einen Gegner auswählen. Hier seht ihr meine Städte, meine Stärke meine ich, 1,8. Das heißt, hier werden mir gleich eine Auswahl an Teams präsentiert, die ungefähr gleich stark sind wie ich. Ich werde jetzt einfach mal gegen die Unkenweide, allen Unkenrufen zum Trotz, werde ich gegen die Unkenweide antreten und dann starten wir den Live-Ticker und schauen mal, was passiert. Hier unten seht ihr ja den Timestream und schauen mal, wie dieser diese erste Partie im neuen Jahr 2014 ausgeht. Hier unten links seht ihr die Minutenanzahl, also bricht jetzt die 9. Minute an. Und es sind 73 Fans im Stadion, immerhin. Und ich habe ein 1:0 geschossen, sehr, sehr schön. Pavelka hat einfach draufgehalten und den Ball ins Netz befördert. Sehr, sehr schön, eine frühe Führung, das ist doch auf jeden Fall gut. Hier werden also alle möglichen Events und Ereignisse, alle Ereignisse werden hier in einem Ticker zusammengehalten. Hier sehen wir den Anpfiff, das erste Tor, eine und jetzt gleich, boah, 2-0, 3-0, kurz hintereinander, 20., 21. Minute, hervorragend, 3:0 führt jetzt unser Superteam FSV Freundschaft Übersau. 3:0, sehr, sehr geil. Und ich glaube, wenn wir da jetzt einfach ganz, ganz konzentriert weiterspielen, dann wird das auch auf jeden Fall ein Sieg werden. Die erste Halbzeit ist auf jeden Fall sicher, obwohl jetzt das 3:1 fiel. Aus Versehen von hinten in den Kopf und trifft der Ball. Eher quasi durch Zufall geschehen, dieses Tor. Aber das klingt doch ganz gut. Gleich ist der Halbzeitpfiff. Da kommt der 45. Minute. Eine spannende erste Halbzeit habe ich gesehen. Sie nicht. Tja, leider sehen wir natürlich nicht das Spiel. Wir haben jetzt nur diesen Ticker. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Also, ich finde es eigentlich ganz spannend und auch immer wieder mit so witzigen Kommentaren hier aufgelockert.
Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr, wie ihr sonst normalerweise Fußball genießt, aber ich habe mir auch schon mal so einen Ticker angesehen. Also, das finde ich auch spannend. Klar, normalerweise im Fernsehen oder früher im Radio, ja, Konferenzschaltung. Weißt du noch, als ich damals in den 90ern eigentlich noch fußballbegeisterter war als jetzt und ein Fan des ersten FC Kölns war, ja, muss man ja auch mal sagen an der Stelle, habe ich immer bei NDR 2, ich komme ja aus dem Norden, bei NDR 2 habe ich dann die Konferenzschaltung um 15:30 Uhr Samstagnachmittag gehört und habe dann immer mitgefiebert, was mein FC Köln macht. Ist oftmals nicht so gut gegangen. Ihr wisst ja, Ende der 90er ist Köln dann ja auch erstmalig abgestiegen. War bis dato ja eine der Mannschaften, die nie abgestiegen sind, die immer in der ersten Liga waren, mit HSV zusammen. Bayern München ist, glaube ich, auch nie abgestiegen, war aber nicht seit Anfang der Bundesliga dabei, kam ja erst später dazu. Ja, aber dann war es das. Und Köln wurde eine Fahrstuhlmannschaft. Erste und zweite Liga ging es hin und her. Und na, mal gucken, was unser Team macht. Ob es hier vielleicht nicht dem ersten FC Köln nacheifert, sondern nur eine Richtung kennt. Und zwar nach oben. Und das sieht ganz gut aus. 3:1 gewinnen wir gegen KVF Freiheit Unkenweide. Sehr, sehr schön. Könnten das Ergebnis sogar auf Facebook teilen und haben hier einen grandiosen Sieg errungen. Da bin ich doch auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von meinem Team. Der erste Sieg, das erste Spiel, der erste Sieg. Also hervorragender, besser kann ja eigentlich so ein Let's Play überhaupt gar nicht verlaufen. Besser kann so ein Spiel ja gar nicht starten. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Vielleicht, wenn hier das hier vorbei ist, gibt es dann noch weitere Punkte oder Kohle. Mal schauen, wie wir es dann mal weiterreichen. Ich kann natürlich auch einfach mal schauen, was ich hier an meinem Kader verändern kann. Hier seht ihr die Spielstärken, vermutlich. Aber da müsste ich jetzt auch einfach mal schauen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel unseren Torwart 191, 164. Ja, hier sehen wir nochmal den gesamten Kader. Da sind diese Items, richtig, genau. Also was ihr vorhin gesehen habt mit der Halskette und so weiter und so fort. Hier könnt ihr also eure Spieler wahrscheinlich mit diesen Items bestücken. Halsketten ist ja eher was für die Optik dann. Ich denke, wenn wir hier zum Beispiel dann gute Schuhe oder was weiß ich, Funktionskleidung, Trikots und irgendwas da kaufen, dann bringt das vielleicht auch was für die Stärke. Bei einer Halskette kann ich mir das eher nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier Wadencarbon vielleicht. Ah, doch. Ah, tatsächlich. Es ist nicht nur für die Optik. Hier seht ihr es. Die Amateurhalskette führt dazu, dass die Form des Spielers steigt, ja, ist besser in Form, fühlt sich vielleicht cooler und dann scheint es wahrscheinlich da einen positiven Einfluss zu haben. Aber das ist immer interessant zu wissen. Also ist auch, wenn man denkt, die Sachen sind nur für die Optik, macht es tatsächlich auch was her und vergrößert das Spielerlebnis hier, verbessert die Stärke. Was habt ihr denn? Spielt eigentlich irgendjemand von euch 11 Legends? Und wenn ja, welche Items habt ihr dort am Start? Womit bestückt ihr eure Spieler? Würde mich echt interessieren, würde ich gerne mal wissen. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen zu scheren habt, dann sagt Bescheid. Ich freue mich auf euer Feedback. Euer Fred von Fett Spielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.